Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video geht es um einen neuen Broker, um Traders Place. Ein neuer Neobroker aus Deutschland, auch bei uns hier in Österreich verfügbar und das Besondere daran, Traders Place hat einen österreichischen Background. Was das 0 Euro Depot kann und wer denn dahinter steckt, das erzähle ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Kreiner von broker-test.at, dem österreichischen Broker-Tester und Vergleicher. Und endlich kann ich wieder einmal einen neuen Broker testen und ich habe mir Traders Place genauer angesehen. Das ist ein deutscher Neobroker aus Freilassing, also gleich neben Salzburg. Und wer steckt dahinter? Es ist unser Ernst Huber. Unser Ernst Huber, wer ist denn das? Diejenigen, die ihn nicht kennen. Die österreichische Brokerlandschaft wäre ohne Ernst Huber eine andere. Direktanlage.at, da war er eben Vorstand, dann ist die Direktanlage.at ja zur Hello Bank geworden, dann ist er von der Hello Bank weggewechselt und hat die Dalat Bank gegründet und wir kennen alle hier die Dalat Bank. Es ist eben einer der prominentesten Online-Broker in Österreich, kostengünstige Depotgebühren, umfangreiche Auswahl und ebenso richtig österreichische, 100% Österreich steckt da drinnen, plus eben auch im Hintergrund, denn es gehört eben zur Shell Herman Capital und die gehört wiederum zur Grabe Bankengruppe und die ist eben zu 100% Österreich. Jetzt hat Ernst Huber gesagt, okay, diese Brokergründung, die kann ich für Österreich, das habe ich eben bewiesen und anscheinend eben, okay, die Dalat, das haben wir in Österreich gut positioniert. Jetzt machen wir genau dasselbe oder ähnliches in Deutschland. Und natürlich ist die Zeit eben jetzt gekommen mit Neobrokerage. Jetzt probieren wir das Ganze eben mit Neobroker 2.0. So nennt sich eben Traders Place. Und was steckt eben dahinter? Naja, wem gehört das Ganze? Zu 80% wiederum der Grabe Bankengruppe und zu 20% dem Management, wo unter anderem eben auch Ernst Huber dazugehört. Ernst Huber ist eben auch das Gesicht nach außen. Und jetzt versucht er eben in Deutschland eben Scalable, Trade Republic, Finanzpunkt Zero, Smart Broker und so weiter den Kampf anzusagen. Gleichzeitig natürlich auch den arrivierten Brokern. Denn ich stelle dir nämlich danach eben das ganze Angebot vor und du wirst sehen, boah, da ist ja einiges drinnen im Vergleich zu dem Neobroker 1.0, weil da gibt es zum Beispiel oftmals eben keine Anleihen und so weiter und so weiter. Aber mehr dazu eben ein bisschen später. Was kann denn der Broker? Also für uns hier in Österreich, Österreich ist ja nicht der Hauptmarkt, heißt es einmal nicht steuereinfach, ein Steuerreport oder ähnliches wird es eben in nächster Zeit nicht geben. Das ist nicht geplant. 0 Euro Depotgebühr, 0 Euro für das Verrechnungskonto und es gibt Zinsen, wenn das Guthaben mehr als 1.000 Euro ist, beziehungsweise bis zu einer Million, in der Höhe von 1,3%. Natürlich ist es weniger als am Sparkonto, aber es geht eben hier auch um Wertpapiere und für ein Wertpapierkonto ist 1,3% gar nicht mal so schlecht. Wie steht es um die Ordergebühren? Naja, an der GetTax heißt es eben ab 0 Euro und das ist schon mal so typischerweise für eben einen Neobroker. 0 Euro Trading ist möglich, aber du kannst natürlich auch an der Xetra ordern, da kostet das Ganze ab 6 Euro, an der NYSE oder eben an der Nasdaq ab ca. 9 Euro. An der Wiener Börse ist das Ganze ein bisschen teurer mit eben ab 17 Euro, aber die Wiener Börse ist eben auch nicht das Zielpublikum, die eben Traders Place ansprechen möchte. Und was kannst du dort eben alles handeln? Du kannst dort natürlich Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, Fonds, Krypto, Derivate sind natürlich auch dort mit dabei und ich habe sogar Wohnbauanleihen da drinnen gefunden, wie ich gesucht habe. Und mit wem macht Traders Place das Ganze? Nicht mit der Infrastruktur von der Shell Herman Capital, so wie es eben bei der Dalat Bank ist, sondern eben mit der Baader Bank. Und ich zeige dir später dann eine Grafik, wo du siehst, okay, ja, die Baader Bank ist doch bei verschiedenen Neobrokern immer wieder die depotführende Bank dahinter. Jetzt aber schaue ich mir das Ganze eben im Detail an. Was kann denn der Broker? Was kostet denn das Ganze? Mehr dazu jetzt. Wie steht es denn um die Kosten und Gebühren? Depotgebühr heißt es 0 Euro Depotgebühr bei der Baader Bank. Das Depot lautet auf deinen Namen, wird natürlich nicht verliehen, die Wertpapiere, die dort liegen und 0 Euro Depotgebühr. Das Konto kostet ebenfalls nicht, es ist ein Einzelkonto im Vergleich zur Trade Republic, das ist ein Sammelkonto dort, aber bei der Baader Bank bekommst du beziehungsweise bei Traders Place bekommst du natürlich eben ein Einzelverrechnungskonto und eben 0 Euro Depotgebühr und es gibt Zinsen,
wenn du mehr als 1.000 Euro dort liegen hast, in der Höhe von 1,3% bis zu 1 Million Euro. Aber bei 1 Million Euro Einlagensicherung und so weiter, da würde ich sagen, geh bitte, leg das doch lieber eben zum Beispiel in einen Geldmarktfonds auf. Ja, und wie sieht es denn jetzt mit den Ordergebühren aus? Und ich zeige dir das später da bei den Handelsplätzen. Also du hast wirklich eine große Auswahl. Wenn du jetzt bei Trade Republic bist, da hast du zwei Handelsplätze und da kann man aber einen eben wegschneiden. Das heißt, du hast dort eben bestenfalls einen Handelsplatz und du kannst auch nicht sicher sein, ob nicht Trade Republic vorhin die Order einsteckt oder eben der Market Maker, der das im Ganze dann eben weiterleitet an diesen einen Handelsplatz. Scalable hat eben zwei Handelsplätze, Finanzen.net auch nur einen Handelsplatz und so weiter und so weiter. Jetzt sehen wir sie aber die einzelnen Ordergebühren an. Natürlich kommt das Brett noch dazu und so weiter. Aber was sind denn jetzt die Ordergebühren, die eben Traders Place verlangt? Bei der GetEx, das ist eben die, über die Börse München. Der Market Maker ist eben die Baderbank. Da findest du eben wieder den, was gehört da eben dementsprechend zusammen. 0 Euro, außer du orderst unter 750 Euro, dann sagt eben Traders Place, du, dann verrechnen wir da aber bitte 1 Euro Mindermengenzuschlag. Das heißt, eine Order über 1.000 Euro, 2.000 Euro, 5.000 oder 10.000 Euro, 0, 0, 0 Euro. An der Wiener Börse schaut das Ganze so aus, dass es eben heißt, 5 Euro eigene Spesen plus eben mindestens 12 Euro Fremdspesen bzw. 0,06% vom Ordergegenwert. Das heißt, eine Order von 1.000 bis 10.000 Euro Ordergegenwert kostet dir eben das 17 Euro. Euro. An der Xetra, wenn du dort eine Order platzierst, das ist relativ kostengünstig, heißt es eben, wir haben dort 3 Euro eigene Spesen plus eben, dann kommen die Fremdspesen noch dazu, die sind mindestens ebenfalls 3 Euro bzw. 0,015% vom Ordergegenwert, das heißt eben auch hier wieder eine Order von 1.000 bis 10.000 Euro kostet dir eben 6 Euro geradeaus. Platzierst du eine Order an der NYSE oder an Nasdaq, und das ist eben der Vorteil, du kannst da eben nicht nur die typischen deutschen Order Plätze verwenden, sondern kannst auch international deine Orders platzieren. Also ein richtiger Broker mit richtigen Börsen dahinter, wo natürlich in Andi Kreiner total das Herz aufgeht, wenn das Ganze eben hier tatsächlich möglich ist, und bei Traders Place ist es eben möglich. Das ist eben meines Erachtens der große Vorteil. Drum sagt eben Traders Place von sich aus, wir sind Neo Broker 2.0. Ähnlich wie eben bei Smart Broker, aber Smart Broker ist ja jetzt eben in der Relaunch-Phase, da weiß man leider noch nicht so ganz, was denn da jetzt tatsächlich rauskommt. Gleiche Handelsplätze, gleiche Kosten, es heißt ähnlich bzw. sehr ident, aber mehr dazu werden wir eben erst in den nächsten Wochen sehen, wie denn das beim Smart Broker aussieht. Wissen tun wir es eben aber nur bei Traders Place aktuell. Und da sehen wir eben, an der NYSE oder Nasdaq heißt es eben 5 Euro eigene Spesen plus eben 4,25 US-Dollar als Fremdspesen bzw. 0,015 vom Ordergegenwert. Und wenn ich jetzt sage, der Einfachheit halber Euro-US-Dollar 1,1 als Umrechnungskurs, heißt es eben, eine Order von 1.000 bis 10.000 Euro kostet dort 9,25 Euro. Und da sage ich, das ist wirklich günstig. Wie sieht es denn mit den Dividenden aus? Es gibt keine Dividendengebühr. Das gilt natürlich auch für Anleihezinsen, das gilt natürlich auch für Fondsausschüttungen, ETF-Ausschüttungen und so weiter. Keine Gebühren dafür. Wie sieht es denn aus mit einer Devisengebühr? Auch hier gibt es eben keine wirkliche Gebühr, aber es gibt so eine kleine Marge, die eben über die Baderbank eben verrechnet wird. Wenn du jetzt zum Beispiel US-Dollar-Dividende bekommst und du bekommst es dann eben auf Euro ausgeschüttet, dann wird eben ein Aufschlag von in der Höhe von 0,003 verrechnet. Für exotische Devisen ein bisschen mehr, aber bei US-Dollar oder Schweizer Franken genau so. Und übrigens kannst du dort sogar ein US-Dollar-Konto eröffnen. Da musst du eben aktuell noch einen Antrag stellen. Das ist etwas, was eben ja, bei Scalable Trader, Trade Republic und Co. natürlich nicht möglich ist. Also du siehst, Traders Place ist ja wirklich eher etwas für Menschen, die sagen, ja, ich habe Interesse an der Börse und ich möchte eben auch all die Möglichkeiten dort nutzen. Und es gibt natürlich auch dort Sparpläne, aktuell 300 ETFs als Sparplan ab 25 Euro Rate um 0 Euro. Da habe ich nachgefragt, das sind ein bisschen über 300 ETFs, kommen da mehr? Da hat es eben als Antwort gegeben, ja, da kommt mehr. In den nächsten Wochen wird das Ganze noch erweitert. Also zum Beispiel ein Vanguard ETF ist dort noch nicht verfügbar. Aber es gibt da eben so eine Unterscheidung zwischen Premium ETFs und normale ETFs. Und bei einem
Premium ETF gibt es keine Ausführungskosten, die sind über 300 aktuell, und bei den anderen ist dann die Ausführungsgebühr 50 Cent. Also ahnet die Welt, aber es kostet etwas. Fondssparplan kostet ja eben nichts, da sind aktuell 74 Fonds im Jahr verfügbar, und beim Aktiensparplan geht es ebenfalls auf 25 Euro Rate los. Aktuell sind ein bisschen über 100 Aktien drin, da kommt aber in der nächsten Zeit mehr. Aus Deutschland und den USA sind die meisten Aktien, und auch diese Ausführung ist eben hier kostenlos. Hauptversammlung, auch ja, natürlich kannst du eine Stimmrechtskarte dort bestellen, aber das Ganze wird eben ja von der Baderbank eben dementsprechend weiterverrechnet. Das kostet dir 25 Euro plus eben Fremdspesen noch dazu. Also diejenigen, die sagen, ich möchte kostengünstig auf eine Hauptversammlung gehen und die Baderbank bzw. der Traders Place soll mir eben die Eintrittskarte besorgen, das kostet dir dann eben ein paar Kröten. Und jetzt wirst du mich natürlich fragen, du, was kann ich denn dort alles für Assets handeln? Und du kannst dort eben wirklich eine Vielzahl an Assets handeln, und da gibt es eben nicht so eine kleine Einschränkung, wie wenn ich eben bei Scalable dran denke. Ja, es gibt auch dort Anleihen, aber das sind eben zwei oder drei Anleihen, die eben von, glaube ich, Morgan Stanley eben zur Verfügung gestellt wird. Hier eben bei Traders Place sind es wirklich viele Anleihen, und ich habe sogar eine Womba-Anleihe, wie ich es vorhin bereits gesagt habe, da drinnen gesehen, ob die dann tatsächlich orderbar ist, weil da muss es eben einen Markt geben, Angebot und Nachfrage ist eben wieder etwas anderes. Aber du kennst es ja von österreichischen Brokern, dass das gar nicht so einfach ist, eine Womba-Anleihe zu bekommen, ohne dass man ein bisschen Rückenwind hat. Was kann ich jetzt eben alles bei Traders Place handeln? Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs, Optionsscheine, Zertifikate, und eben gegen Ende des Jahres soll es dann eben auch echte Kryptos zu handeln geben. Was nicht dort handelbar ist, ist Gold, Optionen und Futures oder CFDs gibt es eben dort nicht. Orderzusätze hängt natürlich ab vom jeweiligen Handelsplatz, aber da kannst du eben auch von allen ausgehen, natürlich von Market Limits, Stop Limits, Stop Loss Buy, Trailing Stop, UCO, Folgeorder und so weiter. Ordergültigkeit kannst du dich auch austoben. Also du findest dort wirklich alles, was eben das Traderherz bzw. das Herz von jenen höher schlagen lässt, wo du eben sagst, ja, ich brauche ein bisschen mehr als eben nur eine Ordermaske, wo ich eben meinen Betrag eingebe, 1000 Euro, und kauf mir bitte da eben ein paar Bruchstücke. Ja, und jetzt wirst du natürlich sagen, du Andi, und wie schaut das Ganze aus? Na, es gibt eben eine Desktop-Version als auch eben eine Trading-App, und gleich einmal vorweg, die Trading-App ist echt nicht schlecht, und ich habe natürlich gefragt, hey, die Trading-App ist eben für die Dart eben nicht so super. Können wir da auch mit einer neuen App rechnen? Ja, es kommt auch für die Dadat Bank eine neue App mit Ende des Jahres. Hurra, hurra! Und die wird ähnlich ausschauen wie eben die Trading-App von Traders Place, und die ist echt nicht schlecht, würde ich sagen. Und du kannst da eben wirklich alles machen. Ich zeige dir eben da nebenbei rennt das Ganze eben ab. Ich habe da 3000 Euro überwiesen, und wie ich eben ein toller Investor bin, habe ich auch 3000 Euro innerhalb weniger Tage, 2983,03 Euro gemacht. Also diejenigen, die sagen, hey Andi, investier für mich, sowas kann ich natürlich immer machen. Also du gibst mir Geld und ich gebe dann weniger zurück, ohne dass ich mir irgendetwas behalte. Das ist ganz einfach mein Geschick, das ich eben hier habe im Veranlagungsbereich, und habe dann eben ja mir verschiedene Wertpapiere gekauft, Wertpapiere in Form von Aktien, also Siemens AG, Commerzbank bzw. EON. Aber ich kann natürlich auch mehr kaufen. Zum Beispiel kann ich natürlich auch eine Dynatrace kaufen. Eine Dynatrace kannst du natürlich nicht bei Scalable, Finanzen.net/Zero oder bei Trade Republic kaufen. Also Dynatrace ist für mich eben die Linzer Aktie. Wenn ich eben Homebuyers haben möchte, dann kaufe ich mir eben eine Dynatrace. Und ja, die notiert an der Nüss, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ja, an der Nüss. Und kann mir eben hier die jetzt tatsächlich kaufen, wenn ich noch eine Kohle übrig hätte, aber leider habe ich das Ganze eben investiert und bin noch nicht rausgegangen. Ich könnte natürlich das andere jetzt eben verkaufen, wenn ich jetzt dann eben dahergehe. Und eben, wo bin ich denn im Plus? Bei der EON bin ich anscheinend im Plus. Dann sage ich da eben verkaufen. Dann sage ich eben, da kann ich dann den Börsenplatz aussuchen. Da kann ich nur schauen, okay, wo steht denn das Ganze? Kann dann eben sagen Limit Order. Natürlich wähle ich eine Limit Order und sage dann eben 11,11 als Limitkurs und platziere das Ganze natürlich eben hier. Ja, wie viel habe ich denn? 70 Stück habe ich da, und kann das natürlich auch in Euro
eingeben, sage ich noch, wie lang soll das Ganze eben laufen, die Order. Und dann heißt es natürlich noch eine Zusammenfassung, Handelserfahrung. Da muss ich das Ganze natürlich Kosteninformationen, Ex-Ante-Ausweis, also da passt eben alles, was eben ja der Gesetzgeber so vorschreibt. Dann heißt es eben noch eine SMS dran. Da muss ich dann eben dementsprechend nachschauen und sehe dann eben 014 1883, bestätige das Ganze und die Limit Order wurde platziert. Alle deine offenen Aufträge findest du unter Orders im Menü und schließt das Ganze dann natürlich ab. Sehe dann das Ganze da eben hier drinnen als offene Order, kann dann natürlich einen Sparplan erstellen und wenn die Order dann tatsächlich abgeschlossen ist, bekomme ich natürlich auch eine Verkaufsabrechnung, die dann eben hier in der Postbox reinkommt, Wertpapierabrechnungen von der Baderbank, sehe dann eben auch den ganzen Verlauf, wie sich der Portfoliowert bei mir entwickelt hat, wie eben etwas ja gekauft worden ist oder verkauft worden ist, persönliche Daten und so weiter, das geht eben alles da wirklich wunderbar meines Erachtens und die App lädt eben, ja, mir taugt es ganz einfach und ich freue mich ganz einfach, wenn es das Ganze eben auch für die Dadat-Bank gibt. Ich persönlich hätte das Ganze natürlich viel lieber zuerst bei der Dadat-Bank gesehen, weil die Dadat-Trading-App ist natürlich schon ordentlich in die Jahre gekommen und da kann man ordentlich verbessern und wenn das Ganze wirklich so funktioniert, wie eben bei Traders Place, dann sage ich, Leute, freuen wir uns auf eine ordentliche App und ja, also mir gefällt die App, man hat einen gewissen Überblick über das Unternehmen, wenn man das Ganze hat. Derivate werden natürlich auch angeboten, ich bin ja nicht der große Freund von Derivaten, weil die natürlich ein bisschen zum Zocken, aber der Broker muss natürlich auch irgendwo etwas verdienen, bei 0 Euro Ordergebühren eher nicht, besonders eben zu den Zeiten, wo eben ja alle kaufen und verkaufen. Ah, ja, jetzt ist 18:53 Uhr und ich verkaufe. Ja, das ist, klingt noch, glücklicherweise habe ich ein Limit reingegeben, weil eben hohes Spread und so weiter. Ja, also wahrscheinlich werde ich das jetzt nicht mehr losbekommen, wie ich mich kenne. Ja, und da habe ich eben dementsprechend jetzt Pech gehabt. Aber ich kann nur sagen, die Trading-App ist eben dementsprechend nett. Du möchtest jetzt wahrscheinlich auch noch wissen, wie sieht es denn eben am Desktop aus. Beim Desktop sieht es eben 1:1 so aus, wie es eben bei der Dadat Bank ist. Da zeige ich dir einen Screenshot. Diejenigen, die Dadat Kundinnen und Kunden sind, die sagen, ja, das kenne ich ja, jetzt nur andere Farbe. Ja, genau so funktioniert es. Ich würde sagen, grundsätzlich tadellos, aber eben, ja, im Vergleich zur Trading-App finde ich, ja, die Trading-App ist einfach deutlich geschickter als eben, ja, das Online-Trading für den Browser. Jetzt möchtest du natürlich wissen, wie eröffne ich das Ganze? Du gehst auf Traders Place, füllst das Formular aus und dann heißt es eben, ja, Webbrowser oder Smartphone, aber du musst das Ganze, also Smartphone-App, dann musst du das natürlich auch hier machen am Smartphone, weil das Ganze eben mit Video-Ident-Verfahren läuft über den Partner Web-ID und dann wird innerhalb von 30 Minuten das Ganze eben an Bankwerktagen freigegeben. Zum Wochenende heißt es eben dann warten bis zum nächsten Montag, wenn eben wieder ein Bankwerktag ist und dann wird dann eben innerhalb von 30 Minuten der Depot freigeschalten und dann kannst du eben loslegen, da bekommst du deine Kontonummer, kannst du Geld überweisen und dann kannst du eben innerhalb von ein oder zwei Bankwerktagen dann eben anfangen zum Handeln. Wer steht eben dahinter? Sicherheit und Seriosität. Naja, die KW Bankengruppe, das ist schon ein Schwergewicht in Österreich. In Deutschland ist das Ganze natürlich unbekannt, aber die haben schon einiges an Erfahrung. Mit der Shell haben wir, ja, jenseits, glaube ich, 130, 150 Jahre, keine Ahnung, aber über 100 Jahre definitiv Erfahrung. Die Dadat Bank ist natürlich noch jünger. Der Ernst Huber hat am Börsenparkett bzw. bei den Online-Brokern in Österreich ganz viel Erfahrung. Ich glaube, über 25 Jahre Erfahrung hat er hier bereits eben Direktanlage, Hello Bank, Dadat Bank. Ja, das heißt schon etwas für diesen jungen Bereich und jetzt versucht er eben mit Traders Place eben etwas Neues aufzubauen in Deutschland. Richtung Einlagensicherung, Anlegerentschädigung, Baderbank steht ja eben dahinter. Einlagensicherung gilt bis 100.000 für das Verrechnungskonto und die Anlegerentschädigung für das Depot. Kontakt und Support per E-Mail, per Chat, per
Telefon sogar erreichbar. Das haben eben nicht alle. Montag bis Freitag aktuell von 9 bis 16 Uhr. Und wenn ich mir jetzt das Ganze eben ansehe im Vergleich zur Konkurrenz, eben diese Neobroker, Finanzen.net, Zero, Justroid, Scalable, Smartbroker, Trade Republic und TradersPlace. Wie gesagt, bei Smartbroker, die sind jetzt ja im Relaunch. Da weiß ich jetzt nicht, wie das Ganze eben dann vonstatten geht. Und Justroid gibt es leider nur in Deutschland. Ich habe mir das Ganze aber dann eben angesehen. Wie ist denn TradersPlace denn positioniert? Und gleich einmal vorweg würde ich sagen, die sind extrem gut positioniert. Ist das Ganze in Österreich verfügbar? Das ist eben die erste Zeile. Steuereinfach sind sie alle nicht. Für Scalable und Trade Republic gibt es ja diesen Steuerreport, der so, naja, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich die große Hilfe ist. Die Depotgebühr gibt es bei allen nicht, Kontogebühr gibt es bei allen nicht. Manche zahlen eben auch Zinsen. Bei Scalable musst du ein Abo dazu abschließen, das gibt es bei TradersPlace natürlich nicht. Trade Republic bezahlt 2% und TradersPlace eben die 1,3%. Ein Abo gibt es eben nur bei Scalable, das kostet dir bis zu 5 Euro pro Monat. Und Kundenservice, eben Chat, E-Mail, Telefon, FAQ, du kannst eben dort anrufen. Zum Beispiel kannst du bei Trade Republic nicht anrufen und du kannst auch bei JustTrade nicht anrufen, so wie ich das Ganze eben gesehen habe. Depotübertrag gibt es eben zum Beispiel bei JustTrade keinen. Bei TradersPlace gibt es diesen noch nicht, der folgt aber demnächst. Und wie sieht es mit einem Gemeinschaftsdepot aus, das heißt mit der Gattin oder mit dem Gatten? Ja, das ist natürlich, oder mit irgendjemand anderen, mit Mama und Papa. Ja, Gemeinschaftsdepot wird ab 1. Quartal 2024 auch bei TradersPlace sein. Bei Smartbroker hat es das früher gegeben. Ich bin gespannt, ob es das auch in Zukunft geben wird. Bei Trade Republic, Scalable, JustTrade oder Finanzen.net gibt es natürlich kein Gemeinschaftsdepot. Wertpapierkredit, diejenigen, die eben sagen, na, ich habe ganz gerne ein bisschen Hebel drinnen, beziehungsweise beleihe eben ganz gerne eben meine Wertpapiere, weil ich das ganze Geld eben vielleicht für etwas schnell brauche. Das gibt es natürlich bei Finanzen.net, JustTrade, Scalable, Smartbroker, Trade Republic nicht, wobei es beim Smartbroker früher einen gegeben hat und wir dürfen gespannt sein, ob der jetzt wieder eingeführt wird. Bei TradersPlace gibt es das Ganze eben ab September 2023 auch wieder. Und wenn ich dir eben den Vergleich zeige, welche Asset-Klassen eben TradersPlace alles anbietet, dann siehst du da eben im Vergleich zu den anderen, naja, da sind sie eben ganz vorne mit dabei, da brauchen sie sich definitiv nicht verstecken, da ist ein ja, eben bei Optionen, Futures, CFDs und Gold natürlich eben nein, weil es eben ein deutschsprachiger Broker ist. Und du siehst dann eben auch bei den Handelsplätzen, bei den anderen ist so ein Handelsplatz, zwei Handelsplätze, bei Smartbroker, die haben früher über 30 Handelsplätze gehabt. Wir werden dann sehen, wie das eben jetzt bei Smartbroker Plus ist. Und bei TradersPlace, da gibt es über 20 Handelsplätze plus dann eben noch die ganzen außerbörslichen, wo du eben Derivate kaufen kannst. Und eben bei den Ordergebühren, eben da können sie natürlich mithalten, 0 Euro bis 1 Euro, je nachdem. Wiener Börse, ja, 17 Euro, auch beim Smartbroker war es 29 Euro, bei Xetra ebenfalls bieten sie an, bei Scalable kostet das Ganze 5,49, beim Smartbroker war es ab 5 Euro und bei TradersPlace heißt es jetzt eben ab 6 Euro, also kann eben TradersPlace voll mithalten. Nasdaq eben ab 9,25 Euro und da hat es eben beim Smartbroker über 31,50 Euro gekostet und eben bei den anderen Neobroker Nasdaq bei uns sicher nicht. Also meine Linzer Dynatrace gibt es eben dort nicht. Da muss ich eben zu TradersPlace, damit ich eben die dort kaufen kann. Natürlich geht das Ganze bei einer Dadat, Easybank, Bankdirekt, Flattex und Co. natürlich auch. Also da siehst du ganz einfach Neobroker, wenn man es eben so Neobroker einzeln können das eben nicht. Die haben eine absolut dezimierte Auswahl. Für manche genügt es. Aber eben TradersPlace sagt, naja, wir wollen schon die große Auswahl bieten und wir konkurrieren nicht nur mit den Trade Republics dieser Welt, sondern eben auch mit der Consorsbank, Comdirect und so weiter am deutschen Markt. Und das Ganze aus Österreich heraus, das ist natürlich wie immer ein bisschen spannend. Wie sieht es denn jetzt noch bei den Sparplänen aus? Sparplänen ist ja irgendwie so das neue Sparbuch gewesen oder nicht. Zumindest vor 3-4 Jahren war das Ganze so. Und ja, TradersPlace hat da jetzt einmal begonnen. Ich habe da nachgefragt, sie sagen aber, ne, in 2-3 Wochen liegen wir da noch einmal ordentlich nach. Das Ganze beginnt eben ab einer Sparrate von 25 Euro. Die Ausführungsgebühr ist 0 Euro für Premium-Produkte, das sind über 300 und für die anderen eben 50 Cent. Die Abbuchung kann von einem internen Verrechnungskonto sein oder es kann eben auch per Lastschrift sein, monatlich oder quartalwirtschaftlich
wird das Ganze ausgeführt, aktuell zum 15. des Monats. Und es gibt aktuell, ob Aktien, ETFs, Fonds, gibt es eben ja 496 Produkte zur Auswahl. Es kommen aber demnächst deutlich mehr noch dazu. Kryptos gibt es dann nicht als Sparplan, da musst du das Ganze wieder über ETPs machen. Von 21 Shares gibt es dann eben verschiedene Krypto-ETCs, die eben dann eben auch von TradersPlace angeboten wird. Aber du siehst da eben, auch hier bei den Sparplänen kann eben TradersPlace mithalten. Natürlich nicht so eine feinkanulare Auswahl, so wie es eben bei Scalable ist, wo eben eine Ausführung am 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22., 25. ist und gleichzeitig Ostern zu Weihnachten ebenso noch. Also das bietet eben TradersPlace aktuell nicht an und eben auch von der Anzahl der Produkte eben auch noch nicht so viel. Aber sie haben gesagt, sie legen in der nächsten Zeit auch hier nach. Die Frage ist eben, braucht man eben diese ganz große Auswahl tatsächlich? Im Bereich der Handelsplätze haben sie bei den Sparplänen aktuell noch nicht, aber wir dürfen gespannt sein, was da eben jetzt in den nächsten Wochen noch nachkommt, weil auf meine Nachfrage hin hat es geheißen, das war es noch nicht, da kommt eben noch viel mehr. Und eben, ja, sie sind jetzt einmal im Markt gestartet, sie schauen jetzt ganz einfach einmal, wie können wir Neukundinnen und Neukunden gewinnen und was sind denn die ersten Erfahrungswerte, und dann legen wir nach und nach und nach. Der Smart Broker, dieses Angebot wird natürlich noch interessant und ich persönlich bin eben interessiert, wie das Ganze im deutschen Markt dann aussieht, ob eben die Deutschen sagen, das ist ein interessanter Broker, wir schauen sie denn genauer an. Wir hier in Österreich, das ist ein weiteres Angebot eines nicht steuereinfachen Brokers, eben mit Beteiligung aus Österreich, mit ganz starker Beteiligung aus Österreich, 100% Österreich ist da eben drinnen, 80% Grabe Bankengruppe und 20% eben das Management und da eben das Gesicht nach außen Ernst Huber, der eben auch Vorstand ist von der Dalat Bank und das eben auch weiterhin bleibt, wie ich eben einem anderen Medium entnommen habe, Börse Express, glaube ich, war das, der eben das geschrieben hat. Was ist denn mein Fazit? Aus österreichischer Sicht ein nicht steuereinfaches Depot, es wird keinen Steuerreport geben, das ist eben aktuell nicht geplant, unter anderem von der Grabe Bankengruppe mit dem Management und absolut interessantes Angebot mit einer tollen App und eben Ordergebühren ab 0 Euro plus eben Zinsen dazu, ordentliches Angebot, ja auch Anleihen kannst du da kaufen und so weiter, viele Handelsplätze und die Ordergebühren auf einer NYSE, auf einer NASDAQ, auf einer Xetra ebenfalls ganz gut, weil ich bin ja nicht der ganz große Freund von Payment for Order Flow, aber wenn du eben sagst, okay, innerhalb der Xetra Zeiten kaufe ich eben über die GetTax um 0 Euro, weil eben der Ordergegenwert über 57 Euro ist, dann ist das auch ebenfalls tadellos und da kannst du das eben bei TradersPlace ebenso machen. Die Steuern musst du dir eben aus Österreich heraus selbst machen. Wenn du jetzt in Deutschland ansässig bist, musst du dir keine Sorgen machen, denn das Ganze ist eben in Deutschland steuereinfach. Du kannst einen Freistellungsauftrag in Deutschland machen und du kannst dir zurücklehnen, denn TradersPlace macht deine Steuer und es ist alles geritzt. Wie ist es denn das jetzt bei dir? Findest du TradersPlace interessant? Was sagst du denn dazu? Ist es ein interessantes Angebot? Schreibe einen Kommentar da unten und weitere Informationen findest du natürlich auch unten in der Videobeschreibung, wo du eben einen Link zu meiner Telegram-Community findest, zu dem Angebot von TradersPlace, zu dem Angebot von TradersPlace auf vielebroker.de. Das ist ja das Schwesternportal für den deutschen Markt. Du kannst auch dort einmal gern hinschauen und dir eben ansehen, was gibt es denn in Deutschland noch viel mehr Broker, als es eben in Österreich schon gibt. Auf jeden Fall TradersPlace, ein neuer Broker, auch für uns Österreicherinnen und Österreicher und das Ganze aus Österreich heraus. Ein bisschen taugt man das schon. Auf jeden Fall sage ich danke dir fürs Zusehen, bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas vom broker-test.at. Ciao.